Dead. Frau Tennyson? Dr. Hadley, richtig? Ja. Sie haben den Körper einer Turnerin. Haben Sie je trainiert? Ich? Nein. Ihr Boss erinnert mich an meinen Trainer, als ich in Paulas Alter war, ein ungehobelter Grobian. Ich hatte immer Angst vor ihm, aber auch Respekt. Das zu hören würde Dr. House sicherlich freuen. Hören Sie, ich müsste Sie wegen Paula sprechen. Ist Ihre Ehe solide? Was unterstehen Sie sich sowas zu fragen? Das geht Sie nichts an. Waren Sie, bevor Sie Grover kennenlernten, schon einmal verheiratet? Natürlich nicht, nein. Wir vermuten, dass Paula uns was vorspielt. Hatten Sie zu Hause vielleicht irgendein verstörendes Erlebnis? Grover ist ein idealer Ehemann. Danach hatte ich nicht gefragt. Aber etwas unterstellt. Alle halten ihn für einen Ekel. Haben Sie die Menopause bereits hinter sich? Was? Nein. Was halten Ihre Eltern von Grover? Sie vergöttern ihn, auch wenn sie das nichts angeht. Was war das schönste Geschenk, das Grover Ihnen in letzter Zeit gemacht hat? Ich denke mal an meine Designer-Handtasche. Was sind das für Pillen, die Sie da ständig schlucken? Das sind nur Vitamine. Ich futtere sie wie Süßigkeiten, wenn ich Paula hier besuche. Warum schlucken Sie bei Ihren Besuchen hier solche Mengen Vitamine? Weil Krankenhäuser schmutzig sind und ich mir hier nicht zuhören will. Sehen Sie öfter Ihre Eltern? Vermissen Sie sie? Nur bei Besuchen in Ungarn, wozu ich selten komme, wir telefonieren aber oft. Waren Sie schon einmal in Therapie? Das ist nur was für Verrückte, ich bin nicht verrückt. Ich weiß, die Frage ist sehr persönlich, aber haben Sie je Antidepressiva genommen? Dieses Gespräch ist beendet, auf Wiedersehen. Also ja. Dürfte ich mir diese Pin nur ganz kurz mal anschauen? Ganz bestimmt nicht. Tja, dann danke für Ihre Zeit. Es tut mir leid, Ma'am. Mom. Du kennst die Regeln bezüglich Dating. Gedatet wird erst mit 18. Was, wenn du schwanger wirst? Denkst du, du kannst schwanger zur Olympiade? Mom, so ist das nicht. Es ist immer so. Du bist noch Jungfrau? Bist du noch Jungfrau wahrscheinlich? Was ist denn in dich gefahren? Weißt du eigentlich, wie viel diese Handtasche gekostet? Hilfe! Kommt mal jedem. Meine Tochter! Schaffen Sie sie raus! Kommen Sie, Frau Tennyson, Sie müssen jetzt gehen. Aber. Ich begleite Sie hinaus. Es war nicht einfach, aber Paulas Mutter hat sich inzwischen beruhigt. Ich denke, es liegt an diesen Pillen. Sie war plötzlich wie weggetreten. Wo ist sie jetzt? Im Warteraum, warum? Darum. Und Sie? Werden jetzt diese Handtasche mit der vertauschen, in der Julies Pillen sind. Das ist nicht Ihr Ernst. Und ob. Also zischen Sie jetzt mit der Handtasche ab und kommen Sie nicht ohne die Pillen wieder. Frau Tennyson? Dr. Torp, ist alles in Ordnung? Dr. Chase und ich müssen Sie bitten, ein paar Formulare auszufüllen. Hier nehmen Sie die. Ah, ich bin schon so beladen. Augenblick. So, das hätten wir. Wo soll ich unterschreiben? Hier und hier und auch hier. Was ist das denn?
Ja, aber wo bin denn ich? Ach lol. Okay, der einfache Weg ist nicht. Ach, das kann doch nicht wahr sein. Okay, jetzt muss ich schnell machen. Mann, die Steuerung ist aber auch echt mal wieder... Das liegt an der Maus, ganz ehrlich. Ja, ich geb mein Bestes. Ah, das wäre meine Chance gewesen. Egal. Komm. Manchmal geht's nicht. Dann muss ich nach oben. Ach, das kann doch nicht wahr sein. Da, manchmal klemmt's. Das ist doch... Okay, jetzt habe ich aber kein... Oh, ganz ehrlich, das ist mir jetzt zu blöd. Nehmen Sie die Gegenstände vorsichtig aus Julies Handtasche. Achten Sie auf die Reihenfolge, um sie später zurückzulegen. Aha, was ist das? Ist nicht euer Ernst.
Aber doch nicht, bitte nicht mit dieser Steuerung, das kann ich. Ach, jetzt mach mich nicht fertig hier. Oh, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Danke. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich bin gut. Ich hab's geschafft. Und hier genügen Ihre Initialen. Und das war's schon. Eine Menge Papierkram. Aber wissen Sie was? Was ist? Mir gefällt sowas. Ach ja? Ja, manche finden das lästig, aber ich sage, das zeigt, hier wird effektiv gearbeitet, mit vorbildlicher Aktenführung. Oh, dann, so dann solltet ihr mal da arbeiten, wo ich arbeite, naja. Also, wo ich außerhalb von YouTube arbeite. Und das, was ich hier mache, ist ja eigentlich nicht wirklich arbeiten. Obwohl, doch, ist es. Ja, genau, was ich auch sage. Paulas Mutter nimmt Valproat Tabletten gegen Depressionen. Wie viel wollen wir wetten, dass Paula ihrer Mami nicht nur die anderen Antidepressiva und die Diätpillen klaut, sondern auch das Valproat? Dass Teenager heimlich die Arznei mit ihrer Eltern nehmen, ist keine Seltenheit. Danke für den Hinweis und ab jetzt nenne ich sie nicht mehr 13, sondern Doktor offensichtlich. Also, nehmen wir mal an, Paula bedient sich an Mamis Privatapotheke. Valproat ist ein Auslöser für das erworbene von Willebrand-Syndrom. Das würde die Spontanblutung erklären. Doktor offensichtlich hat wieder zugeschlagen. Den Gag werden sie jetzt zu Tode reiten, oder? Chase und Cameron werden den von Willebrand-Faktor bestimmen. 13, sie sind offenbar mit diesem 45 Kilo Blutkörperchen eine unheimliche Verbindung eingegangen. Vielleicht erfahren sie ja, ob sie Mami Valproat Pin gemopst hat. Ich bringe das zeremonielle Blutopfer. Was, sagt Kriegsgott House, sollen wir damit machen? Die Ristocetin-Kofaktor-Aktivität bestimmen, zum Nachweis eines von Willebrand-Syndroms. Okay, also dann los. Ja, die Zentrifuge wieder. Schon klar. Okay, tolle Arbeit, aber hören Sie auf, selbstgefällig zu grinsen. Sie haben bei der letzten bewerteten Aufgabe gute Arbeit geleistet. Ich werde Ihnen bei diesem Verfahren Hilfe leisten, dann geht es sicherlich schneller. Weiter so, dann schenke ich Ihnen eine Tasse mit der Aufschrift Tollster Arzt der Welt. Sie haben bei der letzten bewerteten Aufgabe gute Arbeit geleistet. Ich werde Ihnen bei diesem Verfahren Hilfe leisten, dann geht es sicher schneller. Ah, das Teil.
A zuerst B. A zuerst B, genau. Okay, tolle Arbeit, aber hören Sie auf, so selbstgefällig zu grinsen. Also, wie es aussieht, ist der von Willenbrandfaktor im Blut deiner Freundin vermindert? Sie ist nicht meine Freundin. Ich ignoriere dich jetzt am besten und sage Haus, sie hat ein von Willenbrand-Syndrom. Paula, der Befund für den Test liegt vor. Du hast ein von Willenbrand-Syndrom. Ein was? Das ist eine Blutstillungsstörung. Du hast zu wenig von einem Gerinnungsprotein im Blut. Deshalb hast du so stark blutet. Ein möglicher Auslöser eines von Willenbrand-Syndroms ist ein Antidepressivum namens Valproat. Deine Mutter nimmt das. Warum erzählen Sie mir das? Weil deine Mutter jedes Mal, wenn sie sich für dich besuchen kommt, ihre Handtasche dabei hat. Und? Und als sie das letzte Mal mit ihrer Handtasche hier war, fingen deine Augen an zu bluten. Hast du heimlich ihre Pillen genommen? Gott, was soll ich jetzt tun? Du könntest zum Beispiel aufhören, dieses Valproat zu schlucken. Aber das kann ich nicht. Warum hattest du die Pillen gestohlen? Ich war in letzter Zeit echt depressiv. Kannst du dir Gründe für diese Depression vorstellen? Keine Ahnung, es ist einfach so. Ist da irgendetwas Bestimmtes, das dich depressiv macht? Es ist wie ein Teufelskreis, wenn ich beim Turnen platze, nehme ich ihre Pillen. Nimmst du auch Medikamente von deinem Dad? Nimmst du auch Medikamente von deinem Dad? Nein, mein Dad nimmt gar keine. Wie viel Valproat nimmst du in der Regel? Keine Ahnung, je nach Lust und Laune. Wie lange nimmst du schon die Antidepressiva deiner Mutter? Eine Weile hatte ich die anderen genommen, bis sie alle waren. Dann wechselte Mom zu einem neuen Mittel und das half ein bisschen, aber ich hatte dadurch immer Hunger. Ja, das ist eine Nebenwirkung von Valproat. Schlägt dich in deiner Familie jemand, zum Beispiel dein Vater? Was? Nein, mein Vater würde das nie tun. Er würde mir nie wehtun. Also, wer misshandelt dich? Meine Mutter. Wann schlägt dich deine Mutter? Wenn ich Dummheit mache, wenn ich zum Beispiel zunehme oder Übungen nicht schnell genug lerne. Sie hat ihr ganzes Leben geopfert, damit ich trainieren kann. Ich bin selbst schuld. Man ist nie selbst schuld. Aber weiß dein Vater davon, was deine Mutter dir antut? Jetzt raten Sie mal. Paula, du musst es ihm sagen. Das muss aufhören. Ich kann nicht glauben, dass du deiner Mutter Pillen klaust. Was hast du dir dabei gedacht, Kindchen? Daddy, ich muss dir noch was anderes sagen. Was denn? Was ist? Es ist wegen Mom. Entschuldigen Sie, könnten Sie uns mal allein lassen? Wir führen hier ein privates Gespräch. Nein, ich möchte, dass Dr. House da bleibt. Was ist hier los?
Mom schlägt mich. Was redest du da? Sie schlägt mich meistens mit einem Gürtel, einmal sogar mit einer Flasche. Sowas würde deine Mutter nie. Siehst du, deshalb hatte ich nie was gesagt. Ich wusste, du würdest mir nicht glauben. Schatz, habe ich je gesagt, dass ich dir nicht glaube? Das Ganze tut mir schrecklich leid. Ich bring die Frau um. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Paula, Baby, ist irgendwas? Julie, komm ihr ja nicht zu nah. Was? Grover, was geht hier vor? Wie konntest du nur? All die Jahre hieß es immer, ach, sie ist nur hingefallen. Kleine Trainingsverletzung. Du kamst jeden Tag mit einer neuen Ausrede. Ich weiß ja nicht, was sie dir alles vorgeschwindet hat, aber es hat sich ausgeschwindet. Ich sag dir, was jetzt passiert. Paula und ich verlassen jetzt dieses Krankenhaus und du kommst nur noch durch eine Mauer von Anwälten in die Nähe meiner Tochter. Du hörst von mir. Ich wollte sie aufhalten, aber sie waren zu schnell für mich. Haus, ist das abwischbar? Nein, es ist Spritzlack. Das war eine selten dämliche Frage, Doktor, offensichtlich. Sogar für Sie. 13 hat uns über den Rabenmutter-Tochter-Konflikt informiert, was auch immer da stand. Ja, Paulas Mami kriegt die Goldmedaille in Grenzstabilität und? Und unser menschlicher Rasensprenger hat ein erworbenes von Willebrand-Syndrom mit Hypothyreose gepaart. Das VWS wurde im Schulflur vom Valproat gemobbt und den Gruppendruck erhöhte dann noch Paulas Hypothyreose. Und jedes Mal, wenn Paula der Mutter Valproat aus der Handtasche klaute, was sie so oft tat, wie sie mit ihren kleinen Grabbelfingern reinlangen konnte, erniedrigte das Pillenschlucken den von Willebrandfaktor. Die Blutgerinnung war gestört. Und schon spritzten lustige Blutfontänen. Apropos lustig, die Hypothyreose bewirkte eine Gewichtszunahme, die sich durch das Valproat verstärkte, das wiederum gesteigerten Appetit verursachte. Und um ihren Appetit zu zügeln, nahm Paula zunehmende Dosen der Diätpillen. Was die blauen Flecke verursachte. Das war nie eine der Ursachen der Blaufleckung. Zu erklären ist sie natürlich auch dadurch, dass sie mit dem Auto frontal gegen einen Baum geknallt war. Ach ja, und dann setzte es noch auf Prügel von der Rabenmutter. Auch sowas verursacht Blauflecken. Grob gesagt, mit der Kleinen wurde ziemlich grob umgesprungen. Die Hypothyreose behandeln wir schon mit Levothyroxin. Levothyroxin? Rixon? Wie auch immer, irgendwie sowas. Und wenn sie die Finger von Valproat und DXM lässt, werden die verzweifelten Schreie nach Beachtung, ich meinte die Blutungen und blauen Flecke verschwinden. Also wenn du den Schlüssel in die Zündung gesteckt hast, was tust du dann? Ich drehe den Schlüssel zum Anlassen. Gut, und dann? Dad, das ist doch albern. Wieso, was meinst du? Ich meine, wir sitzen ja nicht mal in einem richtigen Auto. Was soll mir das alles bringen? Was dir das bringen soll, junge Dame, ist eine Ahnung, wie man mit einem Auto umgeht. Wenn du dann deinen Führerschein machst, fährst du hoffentlich besser als Shelly. Jeder Kartoffelsack fährt besser als Shelly. Ha! Jetzt hast du verstanden. Also, was machst du, nachdem du den Motor angelassen hast? Dr. House! Dr. House! Frau Tennyson, was kann ich Gutes für Sie tun? Ich finde Paula nicht. Haben Sie sie gesehen? Ja, wir haben sie für ein paar Tests ins Labor gebracht. Nur zu einer kleinen Nachkontrolle. Immer den Flur runter und dann rechts. Danke, Dr. House. Dafür nicht. So Leute, das war's jetzt mit die Rabenmutter. Da würde ich mal sagen, ich mache jetzt mal Schluss. Bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Session. Bis zur nächsten Folge, wie auch immer. Wir sehen und hören uns.
Oder sehen uns nicht so sehr, aber hören uns zumindest. Bis dann.